Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Pure Farming 2018. Ja, wir sind bereits in Folge 37 und was ich jetzt hier gerade gemacht habe, fragt euch bestimmt. Ich glaube, wir müssen hier hinten hin. Ich glaube, ich gucke mal auf die Karte, sonst fahre ich mir komplett falsch. Ne, wir sind richtig. Ich war am drüben mal gucken, ob ich da drüben irgendwie den Dünger hab stehen lassen, streudüngermäßig oder sowas, aber ich hatte drüben die Sämaschine stehen gelassen, das war's. Und deswegen hole ich das gute Stück jetzt mal hier ran. Das hier, was ihr hier seht, ist unser Kartoffelfeld. Da warten wir noch drauf, dass was passiert, aber momentan ist hier noch nichts passiert. Wir haben ein Feld ja gegrubbert, aber ein Feld ja gepflügt, das müssen wir auf jeden Fall noch eine Runde grubbern. So, gut, dann mache ich jetzt mal hier schön eine Runde lang. Stelle gleich irgendwo schön die Sämaschine ab. So, da seht ihr, der Gruber steht da nämlich schon. So. So, Fahrzeug verlassen. War Quatsch, wollte ich gar nicht. Die Sämaschine nur abstellen. So, dann nehmen wir den guten Grubber. So. Und grubbern das Ganze mal. So. Und dran ist er. Und hier vorne geht es auch schon los, weil das hier ist ja das gute Feld. Das haben wir ja schon gepflügt. Jetzt haben wir es einen kleinen Tick einfacher. Dadurch, dass wir jetzt das Ding nicht überwenden müssen. Ne? Das macht schon mal einiges Unterschied. So, wir machen das gute Stück runter und dann sehen wir jetzt auch gleich, dass die Kultivierung hier ihren Lauf nimmt. So, da wenden wir und dann wollen wir mal sehen, dass wir den Spaß noch vorbereitet kriegen. So. Hier geht es wieder runter damit. Und beziehen wieder hier unsere Bahn. So, und wieder wenden und dann geht es weiter. So, Leute. Und runter. Ja, da sind wir auch bedeutend schneller unterwegs. 14, 15 km/h ist natürlich schon eine ordentliche Quote, das kann man nicht anders sagen. Mal gucken, dass wir das in der Folge hier auf jeden Fall auch fertig kriegen. Schauen wir einfach mal. So, und wieder runter. Schon mal 20%. So schnell geht's. Das hat doch was. So. Und weiter geht's. Wo kriegen wir den die Bahn da jetzt mit? Ja, sieht gut aus. Ah, ich glaube, ich bin noch ein kleines bisschen schräg gefahren. Damit kann es natürlich auch zusammenhängen. Das hilft nicht unbedingt, wenn man es vernünftig ordentlich machen will. Aber wir gucken. Wir gucken und wir kriegen es hin. Kleines bisschen mehr Überlappung hier. Dann gleiche ich das hier ein bisschen wieder mit aus, was ich da an Einbuße hatte. So. So, schon haben wir ein Drittel erledigt. So schnell geht's.
Die Bohrbahn ist eindeutig die angenehmere Arbeit, weil man eindeutig die Grenzen des Geräts auch besser sieht und er auch genau bis zu den Grenzen des Geräts arbeitet. Weiß man optisch nicht irgendwie raten muss, kommt da noch eine Bahn oder nicht oder geht das oder nicht. Hier sieht man es halt einfach. Und das macht schon viel aus. Und natürlich die Arbeitsgeschwindigkeit. Wir sind natürlich einen Tick schneller unterwegs. Auch das macht es natürlich eine Stufe zügiger, einfacher, angenehmer, sag ich mal so. So. Aufpassen, hier war noch so eine kleine, ja, hat noch geklappt, eine kleine Endung, die wir noch nicht hingekriegt hatten. So. Und wieder runter damit. Nächste Spur gemacht. Und schon haben wir die Hälfte erledigt. Ja, das geht natürlich nur ein bisschen zügiger wie beim Flügen. Ja, Bewässerung brauchen wir zum Glück nicht. Das hat schon mal was. Weil es geregnet hatte. Ne? So simpel ist das Ganze. Das läuft. Ja, müssen wir wieder aufpassen. Hatten wir eine kleine Burche da wieder drinne. Ja, den Rest hat es anscheinend nicht gemacht, aber ein bisschen mehr Überlappung, aber da können wir auch mit leben, das kriegen wir noch hin alles. Ne? So. So schnell oder langsam geht's, ne? Oh, hier muss ich, okay. Auch ein bisschen rüber. Ein bisschen runter. Und ein bisschen fahren. So, Leute. Schon das Ende in Sicht, das ist natürlich gut. Gut und zügig sozusagen, so muss das sein. 80% habe ich schon erledigt. Können wir noch schön die letzten Bahnen machen. Da war wieder so ein kleiner
Ausreißer drin, dass er da ein bisschen mehr gemacht hatte. Ich war wohl ziemlich grenzwertig gefahren sozusagen. Machen wir ein bisschen Überlappung. Oh, da war ich ganz schön schief gekommen hier anscheinend. Da nimmt er jetzt alles mit, das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt Glück haben, ist es nur noch eine Bahn und wir sind durch. Wäre auch nicht schlecht, ne? Oh, wo sind wir? Hallo? Ist jetzt gleich wieder runtergefallen. Er hat nicht ein, ist nicht eingeschlagen. Stumpf nicht eingeschlagen. So. Und runter damit und dann mal gucken, wie gut wir hier durchkommen. Also der Streifen ein bisschen breiter, es klappt aber alles. Ganz am Plus ist er noch einen kleinen Tick breiter. Und auch das klappt und wir haben tatsächlich wieder ein 100% Ergebnis. So muss das sein. So, hier vorne ist der gute Hof. Da waren wir nochmal kurz drauf gefahren. So, jetzt habe ich hier die Seemaschine natürlich auch schon mit hingeparkt. Macht mir natürlich jetzt hier gerade extra voll. Das ist kein Problem, wir haben hier auch noch andere Möglichkeiten. Wir können auch hier was abstellen. So. Und dann klappt das schon. So, dann wollen wir noch mal einmal kurz im Shop gucken hier. Nee, Fahrzeugmarkt, so. Kultivierung. So, das ist ja. Aha, okay. Ich mal gucken, wo haben wir denn noch was stehen? Weil wir müssen ja noch eine Runde düngen. Und frage mich echt, wo wir was stehen haben. Das kann man, glaube ich, über die Map auch sehen, wo wir was stehen haben. So, das hier ist Frontlader. Schaufel. Ballengabel. Das ist unser Pickup. Da ist jetzt die Kartoffelgeschichte. Hier daneben dürfte unser Hänger sein. Die habe ich da gerade reingestellt. Das ist die Sämaschine. Das ist das gute Stück hier. Traktor. Das. Daneben hier am Ende, das hier dürfte der Ober sein, der da anzeigt. So, haben wir noch irgendwo was hier von unseren Jungs stehen? Hatten wir nicht, wir hatten noch was zum Düngen, ob ich jetzt komplett verstrahlt, dass ich hier nichts mehr merke. Also wir haben hier am Feld, hier hatten wir eine Halle, da ist nichts drin, da habe ich die Seemaschine weggeholt. Da haben wir auch nichts sonst. Wir haben die anderen Felder doch auch irgendwie gedüngt, oder nicht? Jetzt bin ich ziemlich verwirrt. So, E-Mail, Ländern zwischen Reisen. Hier kann man die ganzen Sachen ja noch gucken. Hasenzucht, Solarpark, Maschine, Bodenbearbeitung. Nö, da nicht. Gewächshaus, Wasserpumpen, Plantage. Auf eine Seemaschine. Loop. Gewässern, Ernte, Abwart. Haben wir da gar keinen Düngen gemacht? Ich echt so. Es gibt ja. Ich hab, weiß es nicht, aber es gibt es irgendwie den. Ich habe jetzt hier einen Fahrzeugmarkt, das ist ja schon gut, aber über Fahrzeugverkauf müsste ich eigentlich sehen können.
Fahrzeugsammlung, keine Fahrzeuge. Okay. Also wir besitzen keine Fahrzeuge, sagt er. Ist auch was Schönes. Verkauf einer Maschine. Da müssen wir es doch jetzt eigentlich mal durchblättern können, oder? Aha, das, der. Den müssen wir jetzt eigentlich hier sehen. Das ist ja der Kartoffelpflanzer gewesen. Rubber. Der Wasserbehälter. Der Flug, die Gabeln, Front, Vorbau und das war's. Bin doch irgendwie nicht. Irgendwie glaube ich, merke ich gerade einiges nicht. Aber mit dem einigen nicht merken, sind wir auch leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So simpel ist es. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Dann werden wir uns mal um den Düngepart dementsprechend kümmern. Geflügt und gegrubbert haben wir das Ganze, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich auch super. Und dann, ja, sage ich vielen Dank an all die, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Und natürlich auch an all die, die frisch neu dazugekommen sind. Und bis zum nächsten Mal.